Jetzt hör mal zu, du abgebrochener Riese, du hast keine Arme mehr. Wer sagt das? Na, kratz dich mal. Ist doch nur eine Fleischwunde. Hallo und herzlich willkommen zum 38. Profi-Nerd Podcast, dem blauen Pin, an diesem wunderschönen 3. März 2021. Heute, an diesem schönen Tag, nehmen wir ein bisschen später auf, deswegen kommt der Podcast auch später. Wir haben mittlerweile 19.30 Uhr und ja, ich habe wir gesagt, ich bin nämlich nicht allein. Mit dabei ist der Ben. Hallo, guten Abend, Ben. Guten Abend, aber wir haben noch einen Sondergast. Na, Sondergast ist ja nicht. Wir haben jemanden dabei, der schon lange nicht mehr dabei war. Ja, deswegen sage ich ja inzwischen Sondergast. Hallo, guten Abend, Dustin. Hallihallo. Ja, ich habe mich auch mal wieder breitschlagen lassen. Genau. Das liegt aber nur daran, weil du so wenig Zeit hattest, weil du so viel Lego gekauft und gebaut hast. Unter anderem. Aber komm. Erzähl gleich mal, was hast du denn gebaut und gekauft? Du hast im Vorgespräch gesagt, du hast so viel aufgeschrieben, dann kriegen wir die 2 Stunden voll. Fang mal an. Och, locker. Gebaut? Gar nichts. Da geht schon los, ne? Gut los. Gekauft, ja. Ich war ja 2 Wochen zu Hause, 3 Wochen sogar, und konnte ein bisschen bei Amazon stöbern. Da habe ich mir den 3-in-1 Löwen gekauft, das kleine Polizeiauto aus der City-Reihe 3-mal, dann die Wohnblüte von Poppy von Trolls, 2 Bücher von Harry Potter, den Sportwagen aus der City-Serie 2-mal, dann so ein Super Mario-Set, was im Angebot war, und so ein Buggy-Transporter aus der City-Reihe. Aber das war nur das Kleinkram. Dann kam die Nummer 71043 dazu, das große Hogwarts-Schloss. Ja, und irgendwie war dann am Ende noch was über. Dann kam noch die 31199, das Iron Man-Mosaik 3-mal. Und die 31202, das Mickey-Mosaik 2-mal. Und das ist meine Liste, was ich gekauft habe die letzten 3 Wochen. Nicht übel. Ich wollte schon sagen, du bist von Star Wars bist du umgewandelt zu dem Modular Building Mensch und jetzt bist du zum City Mensch und zum Mosaik Mensch mutiert. Naja, die City brauche ich ja für meine Stadt, die gerade noch in Kartons im Keller lungert, aber die 3 Iron Man Mosaike hast du jetzt nur gekauft, um die Bilder einzeln zu bauen. Du machst nicht das Große draus, oder? Das wäre Verschwendung. Ich möchte schon dann so 3 einzelne Bilder an der Wand haben. Aber ich habe schon überlegt, ob ich vielleicht den Hulkbuster einfach 3-mal baue, weil den mag ich so sehr. Aber der Ben hat die gleiche Gestik gemacht, als du gesagt hast, 2-mal das Mickey-Mosaik, da musst du mal schlucken. Ist es wirklich für dich? Hast du es gekauft, weil du es gewollt hast? Ja. Bitte erkläre dich. Ich finde es schön. Und es passt zu den Mickey- und Minifiguren, die ich auch schon schön fand. Ich weiß, da streiten sich auch wieder die Geister drüber, aber Ich finde die auch schön. Als Disney-Fan sind die echt schön, ja. Und aber ich bin halt kein Disney-Fan, aber davon abgesehen. Aber sonst. Für einen Disney-Fan sind die bestimmt super. Ja. Und ich fand jetzt die Mosaike, also das Mickey-Mosaik, finde ich zum Beispiel schöner als Star Wars. Okay. Das ist meine Meinung. Kann man mal haben. Ist okay. Mich hat es ja nur interessiert. Das war jetzt kein Diss oder so. Aber ich, ganz ehrlich, ich stehe auf die Marilyn Monroe-Mosaike und auf die Beatles-Mosaike. Die gefallen mir halt mega cool, aber ich finde die einfach immer noch zu teuer. Ja, das stimmt. Die Brick-Sketche für Erwachsene. Der Ben hat bestimmt... Ja gut, ich meine, die gibt es ja jetzt auch schon inzwischen für unter 90 teilweise. Also. Und sind viele, 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 viele Teile. Ja. Und es gibt ja sogar ein Mosaik-Yourself-Set jetzt bei Lego. Mit. Ja, muss man unbedingt haben. Genau. Aber Ben, was hast du denn gekauft und gebaut? Ich traue es mich fast nicht zu sagen, nachdem Dustin jetzt so irgendwie reingehauen hat. Ich habe dieses Mandalorian-Set gekauft mit dem Sand-Dings da. Mit dem Tusken Raider. Fuzzi. Genau, mit dem Tusken Raider genau. Mit Grogu und richtig. Den Jar Jar, diesen Mandalorianer. Ja, genau. Dann kam gestern eine kleine Steine- und Teile-Bestellung. Dann habe ich noch ein paar Minifiguren aus der Minifiguren-Serie 21 geholt, die ich zwar schon habe, aber die ich halt irgendwo in die Stadt integrieren würde und so weiter. Oh ja. Und ja, dann kam heute noch so ein kleines Handtäschchen an. Video!
Er ist dieser Hip-Hop-Robot von Video. Ich finde die Figur so geil. Ich finde die Minifigur hammergeil. Von Video habe ich noch nichts, da muss ich noch was holen. Aber das ist von einer Minifiguren-Serie, da muss ich mit einsteigen. Ich habe ja auch alle Figuren der Minifiguren-Serie und einige habe ich mir auch nochmal geholt. Zum Beispiel habe ich den kleinen, den Jungen mit dem Hundekostüm, mit dem türkisen Knochen. Der läuft bei mir aus der Türe raus vom Modular Building von der Eckgarage, weil der oben so eine Tierarztpraxis ist. Der läuft da bei mir raus. Das finde ich niedlich. Und der Imker steht bei der Polizeiwache oben auf dem Dach mit zwei Imkerkästen. Ja, so. Ja, den Imker, den habe ich mir auch nochmal geholt, ja. Ist sehr schön. Um den irgendwo zu integrieren. Ja, also sehr viele Figuren lassen sich super, genau, in eine modulare Stadt integrieren. Auch in Lego City setzt das denn. Ich weiß. Hast du die CMF 21? Ja. Oder Teile davon? Super. Ja, die habe ich vergessen aufzuzählen. Ah. Ach, hast du die letzten drei Wochen auch gekauft? Ja, in der letzten Woche, die ersten zwei Wochen durfte ich davon ja nicht raus, aufgrund so einer positiven Infektion, aber in der dritten Woche dann, ja. Da war ich dann einmal bei Müller und habe sie mir alle erfüllt. Ja, ich habe ja auch noch einige auf Lager, die ich gerade versuche loszuwerden und das sind echt schöne dabei. Ja, echt schön. Das stimmt. Ich muss noch zu Ikea, ich bin noch nicht dazugekommen, zu Ikea zu gehen und was zu kaufen, weil online bestellen sehe ich da nicht ein. Oder wenn es wenigstens Click und Collect gäbe, würde ich das ja machen, aber ich will jetzt keine Versandkosten bezahlen. Mhm. Ich brauche noch Ramen, mir sind die Ramen ausgegangen. Ramen? Die gibt es doch auch im Supermarkt. Ramen, die Nudeln. nicht die Suppe. Okay. Also ich hätte noch ein paar schwarze Ripper-Ramen, aber... Ripper-Ramen! Ja. Ach ja, bei meiner Steine- und Teile-Bestellung war, glaube ich, mein dritter oder vierter Lester inzwischen dabei. Er hält was in die Kamera? Ah. Ah, der Mann mit Melone jetzt. Ja, den englischen Typ da mit Melone, der war da auch dabei. Well, ich glaub, den habe ich jetzt schon drei oder vier Mal, den Typen. Ich finde den cool. Ich habe gar nicht so viel. Einer davon steht bei mir im Leicester Square Lego Store in Modular. Nee, ich habe von diesen Figuren gar nicht so viel. Ich habe ehrlich gesagt von diesen mit Melone keinen. Ich habe mal einen aus Berlin aus dem Lego-Store geschickt bekommen. Aber die würden sich in meiner Stadt auch gut machen. Jetzt bringst du mich auf Ideen. Na gut, aber ich glaube, ich fange jetzt mal nach 8 Minuten an. Oder nee. Ja, ist doch egal. Der Lester ist gar nicht mal so teuer, wenn du den zusammenstellst. Mhm. Irgendwie um die 3 oder 4 Euro. 2,50, 3 Euro sowas, ja. Ja, Stuttgart braucht einen Lego-Store. So. Ja, da kannst du nicht zusammenstellen, da gibt es die Teile nicht. Ach so, du meinst über Pick a Brick zusammenstellen. Ja, das kann man auch machen, ja. Stein und Teile, ja. Stein und Scheine, Schein und Teile. Komm, apropos, ja, genau, Scheine und Teile, da fange ich mal an mit dem, was ich gekauft habe. Ich habe mir nämlich auch ganz viele Käuflisen gekauft und ganz viel Gold wieder. Ich stehe da drauf. Ich habe jetzt auch übrigens den Wasserturm an der Polizeiwache durch einen goldenen Wasserturm ersetzt. Das finde ich viel stylischer. Hat er die ein bisschen mehr zum Klicken. Dekadenz. Ja, Dekadenz pur bei der Polizei. Dann habe ich mir noch den Bagger und das Luftkissenboot gekauft, die 42120 und 42121, die Technik-Sets. Und dann habe ich mir noch gekauft, das ist heute gekommen, ich gebe es zu, es war kurzzeitig verfügbar, die 80107, das Frühlingslaternenfest und die 10255. Ich habe mir noch neu gekauft, das Stadtleben. Ich habe leicht eskaliert. Kevin, was heißt hier denn bitte kurz verfügbar? Ja, okay, es ist immer noch verfügbar, ja. Das war ja nachts mal kurz vor 10 Minuten verfügbar, um 1 Uhr nachts. Und morgens um 9 war es dann verfügbar und ist immer noch verfügbar. Für alle übrigens, die Interesse haben, die 80. Nein, ist nicht mehr verfügbar. Nicht? Nein, definitiv nein. Oh. Ja, was weiß denn ich, aber ich will es ja auch noch holen, aber ich will es mir halt erst am Wochenende holen. Ja, ich habe gerade auch noch mal geguckt, da steht, dass es auf jeden Fall nicht mehr verfügbar ist momentan. Eine Frühlingslaternenfest im Katalog bei lego.com.de in den Warenkorb. Nein, Kevin, du musst auf einer anderen Seite sein. Das ist ja, nicht mehr du verfügbar. Du musst auf einer ganz anderen Seite. Ja, nee, es ist aktuell nicht verfügbar. Du musst auf einer ganz anderen Seite sein. Ja gut. Dann. Irgendwo steht der Kevin, glaube ich, gerade auf dem Schlauch. Ja. Nein, der Kevin steht echt auf dem Schlauch gerade. Aber wir beide wollen das gerne am Wochenende kaufen. Das ist schön für euch. Ja, genau. Das, ach so, jetzt verstehe ich. Nicht, dass es hier irgendjemand wegkauft. Okay, kauft es bitte, dass die 20 das GWP abstauben. So. Da gibt es andere Wege. Genau. Und dann habe ich noch ein bisschen was gebaut. Ich habe das Luftkissenboot und den Bagger gebaut. Dann habe ich auch viele Videos gemacht. Ich habe ein Video zu dem Bagger gemacht. Ich habe ein Vergleichsvideo zwischen dem Aktuator-Bagger und dem Pneumatik-Bagger gemacht. Und nächste Woche gibt es dann das nächste Video von dem Luftkissenboot. Ich lese es echt Luftkissen mit vor, was hier im Planungsdokument steht.
Und am Montag gibt es dann noch zusätzlichen Video. Und zwar habe ich auch noch, weil es zum Bagger gepasst hat, auch noch ein Retro-Set von einem Hörer des Podcasts zugeschickt bekommen oder vorbeigebracht bekommen. Natürlich unter Corona-Auflagen und so weiter und so fort. Maske und schön Abstand halten. Und er hat mir noch ein Set gebracht, das ich dann montags im Video dann vorstellen werde, das zu dem Thema passt. Ja, und das wäre es zu meinem gekauft und gebaut Eckchen, so um mein Gewissen zu erleichtern, dass ich doch nicht der Einzige bin, der mit Geld und Legosteine eskaliert hat. Ich sehe schon, ihr seid begeistert. Ja, absolut. Also Eskalation gab es irgendwie nur wirklich bei Justin. Genau, da hat er ja viel Zeit gehabt. Aber da fangen wir doch da gleich an, dann ziehen wir das eine News-Thema vor. Ihr habt schon gesagt, es ist im Wochenende verfügbar, vermutlich. Ihr wollt bestimmt um 0:01 Uhr am Samstag bestellen, oder? Mhm, natürlich. Ja, am besten schon vor 0 Uhr, aber ja. Nee, das gibt immer Probleme im GWP, haben wir festgestellt. Denn das Emilia Öhrhardt GWP, das wir vor 2 Wochen im Podcast vorgestellt haben, das wird nämlich ab einem Einkaufswert von 100 Euro am 6.3. im Warenkorb landen, solange der Vorrat reicht. Ja. Und ihr werdet euch das GWP holen, indem ihr das Frühlingslaternenfest bestellen wollt? Yep. Ja. Sehr einfache und Antwort. Wenn es dann nicht mehr wenn es dann nicht mehr verfügbar ist, muss man die irgendwo umdisponieren. Aber da habe ich auch schon meine Pläne. Da hast du Pläne, das finde ich gut. Hatte das denn auch schon Pläne für Plan B, falls es nicht mehr da sein sollte? Jein. Teilweise ja, teilweise nein. Also das sind so, das mache ich spontan. Das, ja, du verrätst die coolen Tipps jetzt nicht im Vorfeld, ne? Falls jemand wegschnappt. Nee, das sollte man eh nicht machen. Eigentlich habe ich auch nicht wirklich einen Plan B. Dann legt ihr noch eins zurecht. Ja. Ja. Einkaufstipps vom Profi-Nerd. Ihr könnt euch zum Beispiel kaufen die große Halle von Hogwarts für UVP 99 Euro. Nein, tut's nicht. Oder den Millennium Falcon, das Kolosseum. Ist überall das GWP dabei. Nee, aber ohne Witz, das NES ist ein Kaufwert, das Haunted House ist ein Kaufwert und was auch noch auf jeden Fall ein Kaufwert ist, sind die 2 neuen Techniksets, wie ich finde. Spoiler. Aber mit den 2 neuen Techniksets kommen dann nicht auf 100 Euro. Die sind nämlich so günstig und so gut. Ja, die werden einem hinterhergeschmissen, so als wenn es Technik nicht mehr lang gibt. Ja, das kommen wir später dazu zur Lego-Technik. Ja. Aber ich werde auch bestellen. Ich werde auch definitiv das Emilia Earhart GWP mitnehmen. Ich werde auf die 100 Euro kommen. Ich werde aber andere Sets kaufen, denn das Frühlingslaternenfest ist nur auf eine Male Kaufe beschränkte. Ich darf es nicht ein zweites Mal kaufen. Aber ich werde es in meine Lego City integrieren, irgendwie. So. Gut. Hätten wir auch schon die News angekündigt. Auch noch neu ist, wenn ihr bei Lego doch was kauft, was ihr zurückgeben wollt, wenn ihr zum Beispiel was falsch bestellt habt oder zu viel bestellt habt oder ihr es nicht auf eBay verkauft bekommt, keine Ahnung, kann Lego jetzt zum Beispiel den Kundendienst entlasten, denn es gibt die Online-Rückgabe im Lego Online-Shop. Ihr könnt online beantragen, dass ihr ein Set zurückschicken wollt und müsst nicht mehr den Kundendienst anrufen. Das erspart natürlich viel, viel, viel Wartezeit in der Lego-Hotline, nicht nur euch, sondern auch anderen Leuten, die wegen anderen Sachen anrufen. Und ich habe es noch nicht, ich habe bei Lego noch nie was zurückgeschickt, aber ich finde den Weg gut, dass sie mittlerweile im Jahr 2010 angekommen sind. Ja, also dass dadurch der Kundendienst entlastet wird, wage ich zu bezweifeln, weil so wie ich Lego einschätze, sitzt da irgendjemand dahinter, der das händisch immer noch bearbeiten muss. Ja, das bestimmt schon, aber ich meine, die Hotline wird frei sein, dass du wegen anderen Problemen anrufen kannst oder fragen kannst. Ja. Das Ding ist, dass das ja irgendwie auch nicht für alle Zahlarten sind. Ne? Ich glaube, wenn du auf Rechnung kaufst und irgendwas anderes noch, auf Kreditkarte und auf Rechnung, glaube ich, musst du trotzdem anrufen. Weil sie das nicht darüber hinkriegen. Ja, aber sogar wenn es halt nur diese 2 Fälle werden und den Rest kriegen sie abgedeckt, ist auch schon einiges geholfen. Ja, na klar. Es kommt bloß ein bisschen spät, wie du gerade schon sagtest. Genau. Das Problem ist aber nur, es gibt so viele Leute. Ja, davon abgesehen, wenn du auf Rechnung kaufst, dann kommt eben meistens irgendwo so eine E-Mail, dass du bitte die Zahlart ändern solltest. Ja. Und per Rechnung wollen sie es nicht haben. Ja, manchmal gehen Rechnungsbestellungen durch für 40 Euro, manchmal geht es für 200 Euro durch. Und wenn ich mal was für 50 oder 100 bestelle, geht es nicht durch. Egal. Wie dem auch sei, ich finde es cool, dass sie es machen. Blöd finde ich tatsächlich. Also ich habe bei Lego noch nie was zurückgeschickt. Es gibt ja Leute, die schicken was zurück, weil ein Set eine klitzekleine Macke hat. Aus diversen Gründen, warum auch immer. So werden sie natürlich auch digital ein bisschen besser filtern können im Online-Shop direkt. Aber na gut. Schickt nicht zurück, was er nicht zurückschicken braucht. Das ist blöd für einen CO2-Fußabdruck, Leute. Kauft bewusst ein. So. Genau. Und dann würde ich sagen, gehen wir zum nächsten Newsflash-Thema. Ich ratte einfach durch, weil wir haben heute richtig viel Themen.
So wie Lego Ideas. Da haben wir gerade eben kurz bevor wir einen Podcast aufgenommen haben, stimmen die Zahlen nicht hier in meinem Planungsdokument, wir haben bereits die 34. Einreichung der aktuellen Lego Ideas Welle erreicht. Ich sehe Kopfschütteln auf der anderen Seite des Apparats. Wir haben 34 Set-Einreichungen. Und ich sehe es jetzt auch nicht ein, mit euch nochmal hier die 15 Sets seit der letzten Podcast-Episode durchzugehen. Wir machen einen Special Lego Ideas Podcast, wo wir die durchgehen. Bitte nicht. Ne. Ganz ehrlich, es sind schöne Sachen dabei, aber es wird einfach zu viel. Way too much. Wir haben ja gesagt, wenn Corona besser wird, lässt es auch nach. Aber hey, Corona lässt nicht nach, wir sind alle noch im Lockdown. Und da haben wir die Quittung. 34 Sets seit Anfang des Jahres. Nee, Quatsch, seit wann war es? Anfang Februar, oder? Ja, irgendwie sowas. Oder Mitte Januar, Anfang Februar. Das ist echt heftig. Es sind echt ein, zwei schöne Sets dabei. Allerdings macht Lego uns Hoffnung. In der letzten Welle haben wir ja 35 Sets zur Abstimmung gehabt von Mitte 2020, wo Corona richtig im Hoch war. Und davon setzen sie nur ein Set um. Aber trotzdem ist es halt müßig, so viele Sets zu bewerten. Mir tut es echt leid, was die angeht. Ach ja. Übrigens, ich habe ja ein Lego Ideas Set eingereicht zur Abstimmung für die... für das Space GWP, also für diese Lego Ideas Geschichte, wo man ein GWP, ein Gift with Purchase, also eine kostenlose Beigabe, wie jetzt dieses Emilia Earhart Ding, habe ich was eingereicht zum Thema Classic Space und bin mal gespannt. Du hast schon gewonnen. Weiß ich nicht, es läuft ja noch bis morgen oder bis zum 6. März oder 7. März läuft die ab, das noch. Dann kann man nichts mehr einreichen, dann entscheidet Lego, welche 15 Sets zur Abstimmung gegeben werden. Und ich fände es cool, wenn ich dabei wäre. Habt ihr meine Einreichung gesehen? Ben hat sie gesehen, ja. Das denn auch? Ja. Hattest du das nicht sogar in die Gruppe gepostet? Es kann sein, dass ich in die Gruppe gepostet habe. Ja. Ich poste es vielleicht in die Shownotes. Guck mal in die Shownotes, da ist es vielleicht drin. Naja, Abstimmungslink brauchst du ja jetzt noch gar nicht, das ist ja... Genau! Ach ja, und bei dem anderen Ding mache ich auch mit, bei dem Unity-Wettbewerb. Ich baue gerade ein Lego-Spiel auf Unity Engine. Wolltest du da nicht zwei bauen? Nee, ich wollte nur ein GWP einreichen, ich bin nicht so ein Mensch. Ja. Nee, du wolltest zwei Spiele bauen, weil ich ja auch eine Minifigur haben wollte. Ach so, ich reiche erstmal nur eins ein. Das ist viel Arbeit. Und ja, würde ich sagen, gehen wir zum nächsten Thema, weil Ideas, das durchzukommen, wäre mir einfach jetzt zu viel. Es sind echt schöne Sachen dabei, aber einfach zu viel. Und wir sehen, der Drang nach Ritter ist groß und der Drang nach Piraten hat nachgelassen. Nachdem die Pirate Bay da war, das ist so ein kleiner Stups an Lego. Definitiv. Was nicht nachgelassen hat, sind die Lego-Kleidungsgeschichten. Denn Adidas und Lego machen immer noch gemeinsame Sache. Und es gibt zwei neue Kleidungskollektionen, und zwar Dots und Ninjago. Beides sind Kleidungskollektionen für Kinder und Jugendliche, Zielgruppe Mädchen. Die sind ab 14. März, also ab morgen im freien Handel erhältlich. Seit dem 1. März sind sie bereits für Adidas VIPs erhältlich. Ja, ich falle nicht in die Dots-Zielgruppe und nicht in die Ninjago-Zielgruppe für Mädchen. Auch ich glaube auch nicht in die Größen, oder? Für Kinder also und Jugendliche. Ich würd reinpassen, aber schwer Luft kriegen, denke ich mal. Also ganz ehrlich, von der Dots-Kollektion habe ich noch nichts gesehen. Als ich die Ninjago-Kollektion gesehen habe, da dachte ich mir erstmal, boah, den geilen goldenen Jogginganzug, den hätte ich gern. Aber dann hieß es für Kinder und Jugendliche und dann dachte ich, mit meinem Ranzen klappt das nicht so ganz. Ja, ich fand es ja cool, wie der Henry in seinem Video die Lego X Ninjago-Collection für Erwachsene vorgestellt hat. Das fand ich toll. Und dann würde mich mal interessieren, liebe Hörer, wie sieht's aus mit den Kleidungswellen von Adidas meets Lego und so weiter und so fort? Ist es für euch interessant? Kauft ihr diese Levi-Sachen oder die Adidas-Sachen? Würde mich mal interessieren. Der Ben hat ja was, soweit ich weiß. Hm. Der hat auf jeden Fall die Schuhe. Ich habe die ZX-8000, die limitierten, und ich habe das Levi's T-Shirt mit dem 2x4, glaube ich, Brick drauf. Mhm, genau. Hast du was das denn? Ja, genau. Ich wollte mir tatsächlich immer mal dieses T-Shirt, was Ben gerade angesprochen hat, kaufen, aber irgendwie bin ich online nicht dazu gekommen und in den Levi's Stores haben sie das überall nicht da, wo ich war, und ja. Ich bin zu geizig, ich bin ehrlich, mich interessiert das nicht. Ja, ich warte ja noch auf die anderen Adidas-Schuhe, also diese ZX-8000, die einfarbigen, weil da hätte ich halt einfach wirklich gern diese grauen. Du meinst die Three Stripes oder die Superstars? Nee, das sind auch ZX-8000, aber einfarbige ZX-8000, nicht die bunten.
Ja. Ja. Also Kevin hat sich gerade verabschiedet. Das denn, weißt du, welche ich meine? Ja, dieselben wie von Lego, bloß einfarbig. Ja, richtig, ja. Genau. Also die sind ja auch von Lego. Ja, genau. Ja, die sollen ja dann in diesen Lego-Farben rauskommen, in keine Ahnung wie viel, 6, 7, 8 verschiedenen Farben. Genau. Ja, das sind tatsächlich auch welche, die ich mir dann holen würde. Also die bunten waren mir irgendwie, klar sahen sie ganz gut aus, aber die waren mir ein bisschen zu bunt, aber so in einfarbig hätte ich da tatsächlich auch kein Problem mit. Ich weiß auch nicht, ich bin noch unentschlossen. Ich lasse es auf mich zukommen. Also, wie gesagt, die grauen werde ich mir definitiv holen. Oder sind die schwarz? Keine Ahnung. Ich glaube, grau sind was die. Ich, ja, ich glaube auch. Was ich mir kaufe, bevor ich mir Adidas-Schuhe kaufe, ist ein Friseurtermin wahrnehmen und mal andere Kleidung kaufen. Oh ja, Friseurtermin, das... Junge, du musst ganz ruhig sein mit Friseurtermin. Dustin? Ja? Hast du überhaupt Haare? Ja, ein paar Haare. Ja, ja, ja. Okay. Das sind Barthaare, die nach oben klebt. Okay. So. Ja, ich rasiere mal hier ab und klebe oben drauf. Ja, so wie Karl da. Liebe Hörer, er hat gerade auf sein Kinn gezeigt, ja, zur Info, nur auf sein Kinn. Auf welches? Dann gehen wir zum nächsten Thema, gehen wir mal weg. Der hat gedauert. Der hat gedauert. Okay. Hört ihr das? Das ist Butterbrotpapier. Ja, das Butterbrotpapier, da ist aber eine Münze drin, das höre ich. Genau, das ist die Oktanmünze, die kam heute an, mit meinem Frühlingslaternenfest, das noch bei Lego lieferbar ist aktuell, kam Nein. die Oktanmünze an. Und ist es nicht. Und das Coole ist, die Oktanmünze, da gab es jetzt mehr als von den letzten Münzen. Die Carsten-Münze gab es 1800 Mal, glaube ich. Und 2003, 2400 Mal gab es die Piratenmünze. Und die Oktanmünze gab es jetzt 3000 Mal für ganz Europa. Und die war innerhalb von weniger als 24 Stunden komplett alle. Das finde ich echt krass. Ich habe eine, aber noch nicht da. Ja. Es hat keine 24 Stunden gedauert, aber du hast ja gesagt, innerhalb von 24 Stunden. Ja, genau. Richtig. Es hat, ich glaube, 20 Stunden oder 19 Stunden gedauert, bis es weg war. Keine Ahnung, so war auf jeden Fall lang. Es war auf jeden Fall sauschnell weg und bei eBay gibt es Leute, die wollen 60, 70, 90 Euro dafür haben. Mein Gott, wer es zahlt, selber schuld. Ja. Aber der Markt bestimmt die Käufe, nee Quatsch, der Angebot bestimmt die Nachfrage, die Nachfrage, egal, ihr wisst, was ich meine. Ja, irgendwas davon, ja. Genau. Dustin, du hast gesagt, du hast alle. Ja, naja, die Oktan ist noch nicht da. Die wollte ich dann am Wochenende mit reinlegen, dass die dann quasi mitkommt. Aber die anderen habe ich. Ich habe den Rahmen dazu noch, der allerdings... Ah, die Rahmen, ja, der was bei Ikea und im Supermarkt gibt, ja. Ja, genau. Die sind allerdings noch leer. Also ich habe zweimal diesen Sammelrahmen und zweimal auch die Castle-Münze. Wow. Aber auch nur, weil meine erste, die ankam, tierisch zerkratzt war. Mhm. Also da bei diesem Sammelrahmen, da konntest du, wenn du da die Münzen reinmachst, hättest du nicht durchgucken können. Okay. Das war so zerkratzt. Ja, aber ich frag mich halt, wie sie dir da überhaupt noch Ersatz schicken konnten. Der war ja auch so schnell weg. Nee, die waren in der Zeit waren die noch verfügbar. Okay. Also so, die erste Münze hat gebraucht. Ja, der hat 3-4 Tage gebraucht. Ich habe direkt an dem Tag, wo die Münze kam, hatte ich dann noch was bestellt. Einfach nur irgendwie, ich glaube, dieses Chinatown Extra Polybag. Und das dann damit rein. Ja, ich weiß, habe dann Versandkosten für bezahlt, aber das war mir egal. Und das kam dann. Ich hatte dann angerufen beim Kundenservice und hatte mir den Rahmen quasi auch noch mit reinlegen lassen. Weil man, sonst hätte ich zwei Bestellungen aufgeben müssen und wollte gerade nicht zweimal bestellen. Und ja, dann kam das, ich glaube sogar direkt am nächsten Tag. Ja, ich habe ja auch gestern bestellt, gestern früh und heute kam schon, das ist echt abartig. Ja, das sind sie gerade irgendwie ziemlich fix, habe ich das gesagt. Haben nichts zu tun bei Lego. Und dann habe ich da angerufen und gesagt, hey Jungs, so geht das nicht, die sind ja zerkratzt wie Sau. Und ja, dann hat sie mir an dem Tag noch eine Bestellung fertig gemacht mit quasi einer Nachlieferung für die beiden. Und ja, dann... Schraubst du den Rahmen dann auf, machst du die Münzen rein oder lässt du das getrennt? Ich hatte eigentlich tatsächlich vor, irgendwie zu versuchen, zweimal an jede Münze zu kommen, um sie einmal in den Rahmen zu setzen und einmal so einzeln zu lassen. Da die Preise mir aber eindeutig zu teuer dafür sind, lasse ich das.
Ja. Ich habe sogar... Apropos, lassen wir das. Das ist eine super Überleitung zum nächsten Thema, Dustin. Ich unterbreche dich einfach mal ganz hart. Und zwar, Lego lässt auch etwas. Und zwar, die machen keine Anleitung mehr mit schwarzen Seiten. Da guckst du. Ja, richtig. Und zwar ist die es so, dass jetzt, ein... Die sind jetzt weiß mit weißen Steinen drauf. Genau, die machen sie weiß mit weißen Steinen. Es ist ja so, es gibt einige Anleitungen, die schwarz sind. Zum Beispiel das Krokodil oder die Star Wars Helme. Die sind schwarz auf schwarz gedruckt. Und dann sind da teilweise dunkle Steine mit drin oder braune Steine. Und die erkennst du einfach richtig, richtig mies dann da drin. Und das ist ein Problem für Leute mit einer Seheinschränkung. Es gab auch eine Diskussion bei Brickset und da hat sich ein User gemeldet und gesagt, ja, das ist voll blöd und so. Und der hat dann auch Kontakt mit Lego gehabt. Monatelang hat er schon Kontakt mit Lego gehabt. Und die haben dann auch wohl bestätigt mittlerweile, es wird keine Anleitung mit schwarzen Seiten mehr geben, allein um die Lesbarkeit oder vielmehr die, ja, die Lesbarkeit der Anleitung zu verbessern. Und eine Userin von der Stonewalls Telegram-Gruppe hat heute auch mit dem Lego-Kundenservice telefoniert und hat sich bestätigen lassen, dass dem so ist. Finde ich cool. Genau, nur ab wann das so ist, wissen sie noch nicht, aber... Gut, ich denke mal, es sind ja jetzt schon einige Anleitungen produziert, die so aussehen und ob sie da in den Sets, wo sie jetzt eh schon schwarze Anleitungen drin haben, ob sie da die Anleitungen ändern, wage ich zu bezweifeln. Das ist der Knackpunkt aber irgendwann. Aber zukünftig halt keine mehr. Aber es ist schön, dass sie den Schritt von dem User oder vielmehr den Schritt von der Community eben aufnehmen oder den Schritt aufnehmen, die Info aufnehmen und es dann verarbeiten und sagen, ja, wir machen so, weil er hat Vorteile. Natürlich sieht schwarz viel besser aus, gebe ich völlig recht, aber wenn du ein Mosaik hast mit schwarzem Hintergrund und ganz vielen dunklen Steinen, dann ärgst du dich einfach nur schwarz. Hahaha. Was für ein Wortwitz. Der war, naja. Genau. Lass mal im Raum stehen. Ja, aber ich finde es gut, dass Lego da auf die User hört, das finde ich echt nett. Das machen sie in letzter Zeit ja häufig, wie zum Beispiel bei Lego Technik. Ja, da passt das, was Ben gerade gesagt hat, mit lassen wir einfach mal im Raum stehen. Ja. Okay, touché. Nee, lass uns nicht fallen. Mein Podcast, wir heißen Blauer Pin. So. Wir wollten ihn doch eh umbenennen, nachdem Technik tot ist. Genau, nach der Umfrage ist Technik definitiv tot. In der rote Brick? Und zwar ist es... Nein. Das Problem ist, da wird die Brick-Story ein bisschen... Ja, stimmt, ja. Gelbe 2x4? Der gelbe 2x4, ja. Oh. Oder die grüne Plate. Genau, ich wollte gerade sagen, die 2x14 Plate in Dark Trans Neon Green. Das ist ein bisschen langer Podcast-Name, kann sich doch keiner so merken. Genau, aber was man sich merken kann, ist, dass Lego eine Umfrage gestartet hat zum Technikthema. Lego Technik ist ja so ein kleines stiefmütterliches Kind, das offenbar nur in wenigen Ländern der Welt gut läuft und nur wenige Leute Interesse dran haben. Andererseits hat Lego immer wieder erfahren von Usern, dass Lego Technik nicht das ist, was sie gerne, was die Käufer gerne hätten oder was Interessenten sich gerne wünschen. Unter anderem von ganz vielen YouTubern, die ständig Sachen bemängeln. Nicht nur ich bemängel Sachen, auch andere Leute bemängeln Sachen und hinterfragen manche Techniken. Und dann hat Lego gedacht, ja komm, dann fragen wir doch mal die Technikleute, was sie stört und was sie gerne haben möchten. Also die haben wirklich beides gefragt, was die Leute stört und was wir denn verbessern würden. Und die haben ein Formular erstellt, allerdings hat das Formular ein paar Macken. Das Formular ist nicht ganz so toll. Warum es hinten und vorne hing, kommen wir gleich dazu. Denn Lego hat nicht ganz verstanden, was Leute an Lego-Technik mögen und wollen. Also ich spreche jetzt aus meiner Perspektive, muss ich sagen. Aber die Umfrage geht ein bisschen in die Richtung, wo ich denke, dass Lego von sich denkt, sie machen das schon richtig und gerne wissen möchten, was sie noch verbessern könnten. Jetzt, wenn er den Podcast hört, ich weiß nicht, wann er den hört, er geht auf jeden Fall heute Nacht noch online. Die Umfrage läuft noch bis zum 7. März 2021. Den Link mache ich in die Shownotes und die komplette Umfrage ist auf Englisch. Bedeutet, er sollte das Englischen mächtig sein, um das Ganze auch zu verstehen und zu beantworten. Denn es hilft auch, die Antworten auf Englisch zu verfassen, weil die Leute, die Sachen durchgehen, wahrscheinlich nur alle Englisch sprechen. Habt ihr teilgenommen? Nein und nein, oder? Nee, du hast ja gerade gesagt, ist auf Englisch. Nein. Also... Okay. Nein, ganz ehrlich, ich hoffe einfach nur, dass sie die Serie mit den großen Supercars endlich einstellen, weil... wird zu teuer. Ja, genau, das dachte ich auch. Wird sonst zu teuer, ja, richtig. Mir fehlt nämlich immer noch der Lambo und den muss ich mir aber noch kaufen und wenn sie da jetzt weitermachen, das wird echt viel zu teuer. Ja. Verkauf einfach deine Münzen, da hast du das Geld. Was? Ich hab doch keine. Also, verkauf Kevins. Ja. Jetzt kommen wir auch schon zum ersten Problem.
Also die Autofrage stellen sie auch explizit. Die kommen dann auch vor. Ich würde sagen, wir gehen mal kurz die Fragen mal einfach mal ganz kurz durch. Wer das in ausführlicherer Form haben möchte, der kann auch das Nerd-News-Video angucken. Da gehe ich auch alle Fragen durch und sage so meine Meinung dazu. Aber ich finde es toll, dass ich eure Meinung dazu hören kann. Von einem vor allem, der da Technik gekauft hat und von einem, der bei Technik fast einschläft. Ihr könnt euch jetzt aussuchen, wer ist. Ich habe auch Technik gekauft. Stimmt. Aber die erste Frage war gewesen, wenn du eine oder wenn du drei IPs oder Marken nennen dürftest oder nennst, welche würdest du gerne im Lego-Technik-Portfolio sehen? Und da sehe ich schon das erste Problem. Für mich braucht Lego-Technik keine Marke zu haben, damit es gut ist. Ja, das stimmt. Ich zum Beispiel persönlich habe das genauso geschrieben. Ja, ich brauche keine Marke. Ich wollte gerade sagen, hast du dann das eben auch reingeschrieben? Das habe ich reingeschrieben, ja. Ich finde es toll, dass es eine Ducati gibt. Ich finde es toll, dass es einen Volvo-Bagger und Volvo-Radlader gibt oder einen Liebherr-Bagger. Das finde ich ja cool. Aber der Katamaran, der Betonmischer, der neue Bagger, das neue Luftkissenboot, die haben allesamt keine Lizenzen. Und das braucht man einfach nicht. Ne, man kann ja auch einen Bagger oder einen Kran oder sonst irgendwas bauen, ohne dass man irgendwelche Marken einfließen lässt. Ja, eine kleine Traktor. Ja, aber jetzt mal... So. Die Leute, die Technikfans, die trauen ja alle so dem Arox hinterher und so, aber es war ja auch eine Marke. Das war eine Marke, Lizenz. Richtig. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, wenn sie Supercars machen und sie nennen es nur Supercar und haben keinen Namen dazu, wie ein oder andere Modell von Kader oder anderen Herstellern, ich weiß dann nicht, ob die Leute dann das Modell kaufen würden, wenn da nicht Cyan draufstehen würde oder halt Lamborghini oder wenn da nicht was anderes draufstehen würde. Das weiß ich nicht. Glaube ich nicht. Zumindest nicht so viele, ja. Genau. Ja, das ist schon ein Knackpunkt. Und ich finde, da müsste Lego unterscheiden zwischen Technik Supercars und zwischen Technik Baufahrzeug oder Technik was auch immer. Das finde ich einfach ein bisschen zu krass, dass das da mit drin hängt. Und dann kommen wir schon zur zweiten Frage. Welche Art von Vehikeln, also Fahrzeugen, sollte Lego denn mehr bevorzugen? Zum Beispiel Boote, Superautos, Helikopter, Bagger und so weiter. Und da konnte man reinschreiben, was für Lego-Technik-Sets man gerne haben möchte. Und das fand ich eine coole Sache. Was möchten wir denn von Lego-Technik haben? Ben, was hättest du gerne von Lego-Technik? Eine G-Klasse. Wie bitte? Eine G-Klasse. Ja, ein Auto, ein Supercar. Nein, das war jetzt eine kleine Anspielung auf eine Umfrage von oder auf eine Support-Anfrage von Brickstory. Genau. Ich erinnere mich, da war was mit dem Video. Ja, will eine G-Klasse haben. Also aus Lego. Ja. Das denn? Hättest du gern was von Lego-Technik oder was könnte Lego-Technik denn machen? Also ich bin grundsätzlich immer ein Fan davon, wenn sie was umsetzen, was in echt, also im Real Life auch viel Technik beinhaltet. Also ich bin jetzt nicht so der Fan von normalen Autos, sondern dann eher so was im echten Leben so Hydraulik oder Pneumatik oder sowas mit drin hat, wo du halt ein bisschen mehr Technik verbaut hast als in so einem normalen PKW. Also so Baufahrzeuge zum Beispiel, die finde ich... Also den geht es dann wie mir. Ja genau, ich finde zum Beispiel so einen Bagger oder einen Kran ganz gut. Oder sowas wie den Schaufelradbagger, sowas in die Richtung. Genau, da haben wir das Problem. Ich will nicht jedes Jahr einen Bagger haben. Ich brauche nicht 5 gleiche Bagger. Deswegen habe ich da auch reingeschrieben, ich hätte gern Diversität. Ich fand den Betonmischer super. Das war ein Set, wo es halt nicht so häufig gab. Oder ein Müllfahrzeug war toll. Der Katamaran war super. Ist nicht immer das Gleiche. Oder eben auch der Schaufelradbagger. Einfach ein bisschen Diversität. Die Sparte bietet da viel. Alle 4 Jahre machst du dann wieder einen Bagger. Oder alle 4 Jahre oder 3 Jahre machst du dann wieder das Gleiche. Und dann hat sich die Geschichte. Und ich habe auch gesagt, ich brauche... Klar, die haben ihr Brot- und Buttergeschäft, aber ich würde mir auch gern einfach die Baufahrzeuge wünschen. Das ist das, wo ich Lego-Technik sehe. Und die dritte Frage... Ja, das ist ja auch typisch für Lego-Technik. Also es ist ja prädestiniert dafür. Ja eben, das war ja früher auch so, nur dann hat sich ein bisschen geändert. Aber die dritte Frage fand ich die beste und spannendste. Welches Lego-Technik-Vehikel, also ich schreibe explizit Vehikel, wobei ich aber denke, dass sie jedes Set damit meinen, das Räder oder was mit Ketten hat, würde man sich wünschen und zu welchem Preispunkt würde man das Set denn sehen? Und das fand ich eine sehr coole Frage, wo ich sage, hey, Sie wollen ein Set, oder Sie schreiben nicht Set, Sie schreiben Vehikel. Bewusst Vehikel, das deutet auf ein Auto hin.
Das geht in diese Autorichtung. Da sehe ich schon, Lego hat das mit dem. Ja, es deutet auf ein Fahrzeug hin. Genau, es deutet voll auf ein Fahrzeug hin. Und das ist das Problem. Fahrzeug muss ja nicht unbedingt Auto sein, also deswegen. Genau, deswegen habe ich. Ist ja allgemein Fahrzeug. Ja, eben, muss ein Fahrzeug sein. Aber das ist das Problem, wo ich jetzt bei Lego Technik sehe. Sie fokussieren sich bei Technik gerade auf die falschen Dinge, wenn sie da explizit Vehikel und nicht Set schreiben. Ja. Ja. Also ich habe es geschrieben, ich hätte gerne dieses und dieses Set mit Pneumatik und ein Arox und überhaupt. Ich habe was Realistisches hingeschrieben und auch einen realistischen Preis. Solltet ihr übrigens auch machen, wenn ihr die Umfrage macht. Schreibt nicht, ihr wollt einen Arox 2 haben für 30 Euro. Ja, das wird schon gehen. Das ist halt dann so... Klask Xerion. Ja, so ein... Ja, ein bisschen größer halt, ja. Und die vierte Frage reißt aber wieder raus. Was, wenn nicht Fahrzeuge, würdet ihr gern von Lego Technik sehen? Und das haut mich halt voll um. Was außer Fahrzeugen wollt ihr bei Lego Technik sehen? Leute, warum habt ihr das nicht verstanden? Ich finde das echt, echt unter aller Sau. Man könnte zum Beispiel, oder Lego könnte zum Beispiel im Technikbereich ein bisschen auf den Zug aufspringen. Auf den Zug? Ja, nee, ganz blöde Anspielung. Mit so einer GBC, also so eine Great Ball Carrier, also hier die Kugelbahn, ja, genau, riesige Kugelbahn. Genau. Oder dann einfach so ein paar verschiedene Elemente, die kannst du dann ja auch modular gestalten. Die kannst du, was weiß ich, auch ansiedeln bei, was weiß ich, je nach Größe zwischen 40 und 60 Euro. Und ich würde fast behaupten, dass die gekauft werden würden wie nichts. Wir hatten früher so Kreativbausets, ein Kreativbauset mit Zahnrädern, ein Kreativbauset mit Motoren, ein Kreativbauset mit dem und dem. Und das war super, das war cool. Das fehlt mir total. Und was du auch sagst, so modular, zum Beispiel ein Fahrzeuganhänger oder sowas oder einfach noch für den Bagger noch einen kleinen LKW dazu, für eine kleine Baustelle. Jedes Mal noch etwas dazu für die kleine Baustelle, wie es Playmobil macht oder so. Das wäre ja auch nicht verkehrt. Und ich habe da reingeschrieben, ich hätte gerne mal was Außergewöhnliches. Ein Motor aus Lego gebaut, der funktioniert mit Nockenwellen und sowas. Sowas wäre cool. So als Displaymodell einfach. Ja, zum Beispiel. Oder eine Molding-Maschine. Da. Zu früh. Was? Ja, die Überleitung kam ein bisschen zu früh. Ja, verdammt, okay. Mhm. Gibt es was du gern von Lego Technik sehen möchtest, Ben? Wenn nicht in Autos. Nö. Weil wie gesagt, ich bin jetzt nicht, also ich bin mit Technik wieder zurück zu Lego gekommen und so, aber inzwischen interessiert mich Technik halt so gut wie gar nicht mehr, außer halt irgendwelche Displaymodelle. Zum Beispiel eine Straßenkehrmaschine aus Lego Technik wäre auch ganz cool. Mit Pneumatik, so dass automatisch hinten die Mülltonne hochgeht und vorne die Bürsten sich bewegen und verbreitert werden kann die Spur der Bürsten. Das wäre cool. Na gut. Die nächste Frage fand ich auch ziemlich cool. Oder Moment, den Snow Groomer, also den genau, die Pistenraupe. Genau. Ja. Und was für mich jetzt auch so ein Ding ist, wo ich sage, Lego hat Lego-Technik nicht ganz verstanden, ist die Umfrage, die ist für mich alles killt. Was ist der Trigger-Point, also der Auslöser für dich, dass du Lego-Technik kaufst? Erstens die Technologie. Zweitens Control Plus. Neue Elemente, neue Farben, bekannte IPs oder Marken, die Bauerfahrung. Oder, dass man Lego als Mox verwenden kann. Wo steht da, dass man mit Lego-Technik spielen kann oder dass man seiner Kreativität freien Lauf lassen kann? Nirgends. Da steht auch nicht, dass man sich an Baustellenfahrzeugen erfreut, weil man die Modelle gerne hat. Neue Farben, neue Elemente, hakt's eigentlich noch? Warum gibt's da keine Auswahlmöglichkeit mit eigentlich gibt's keinen Trigger? Ja, oder andere, finde ich. Doch, es gibt noch die Möglichkeit, andere zu sagen. Dann ist die nächste Frage auch, bitte sag, warum du andere gewählt hast. Das habe auch ich gemacht. Die nächsten Fragen, da huschen wir einfach mal schnell drüber, weil es um Control Plus geht. Würde Technologie-Sachen, wie zum Beispiel Control Plus, die Likelihood of your Technic Project, die Kaufwahrscheinlichkeit erhöhen, dass du Lego kaufst? Nee, nur weil ein Set Control Plus hat, heißt nicht, dass ich es mal kaufe. Erstens macht es teurer, zweitens ist es nicht besser, weil die Kacke nur mit dem Handy gesteuert werden kann. Nee. Die haben ihr System nicht verstanden. Ja, aber Kevin, wieso denn nur mit dem Handy gesteuert werden? Du hast doch so ein schönes Video gemacht, in dem du erklärst, wie man es mit dem Controller steuern kann. Sogar drei Videos, natürlich, aber out of the box natürlich nur mit dem Handy, natürlich. Die Mehrheit weiß ja gar nicht, dass es anders geht. Ach Kevin, das war doch jetzt einfach nur Werbung für dein Video. Ich weiß, aber ich reg mich auf bei der Umfrage.
Aber wenigstens fragen sie auch why oder why not, warum er so denkt oder warum er, warum, was halt sein Beweggrund ist. Das finde ich cool, dass sie dann auch fragen, warum ist das so, warum hast du so geantwortet. Das finde ich cool, dass sie auch das Ganze in Kontext setzen können. Die nächste Frage wäre gewesen, oder ist immer noch, was für Verbesserungen man sieht, um die Erfahrung mit Control Plus besser zu machen. Ja, bringt eine Fernbedienung, ihr Leute aus Dänemark. Fernbedienung. Ja. Das, was viele Leute predigen, bringt eine Fernbedienung, dass Control Plus besser wird. Ich brauche nicht mehr. Es gibt alle Motorentypen, die ich will. Es läuft viel. Es ist super. Akkubox, mein Gott, kann sein, aber Fernbedienung wünschte ich mir. Ganz ehrlich, Akkubox sollten sie wirklich mal rausbringen. Ja, kannst so USB auf mit USB aufladbare Akkubox, ja. Also das, weil mit Batteriewechsel und so weiter, das ist ja absolut steinzeitlich, umwelttechnisch, ja, Steinzeit und umwelttechnisch ja auch doch recht bedenklich. Ja, Lego ist noch nicht immer bei allen Belangen im Jahr 2010 angekommen, wie es aussieht. Ja. Und die nächste Frage fand ich auch ein bisschen seltsam. What kind of technology would you like to see at Lego Technik? Also welche Art von Technologie würde ich gerne bei Lego Technik sehen? Man könnte das Pneumatik reinschreiben oder man könnte sagen, eine Ablösung für Control Plus, aber ich wüsste nicht, was da sinnvoll wäre. Welche Technologie ich bei Lego Technik sehen würde. RC, also Radio Control, wie man es zum Beispiel von Rennautos kennt, muss es nicht unbedingt sein. Aber ich sehe jetzt keine Technologie, was Lego bräuchte, um ihre Technikmodelle besser zu machen. Sie haben alles dazu. Vielleicht einen... Ja, die haben's, aber wieder, das ist halt einfach wieder einführen. Vielleicht sowas wie Light and Sound? Oh, das ist was. Light. Oder ein programmierbarer Brick? Oh ja. Ja, das wäre auch was. Haben ja andere Hersteller. Haben andere Hersteller, funktioniert. Wer war es gewesen? Welcher Hersteller hat jetzt programmierbaren Light and Sound Brick oder ein Sound Brick? Irgendein Hersteller hat den noch gehabt? Ich habe... Lightstacks, ja, Lightstacks genau. Hat einen programmierbaren Soundbrick, genau. Ach, ja. Und die letzte Frage ist die, was für mich sehr viel rausreißt, wo ich als Deutscher nichts mit anfangen kann. Ob ich denn eine Verbindung sehe zwischen dem Slogan Build for Real und der Kommunikation der Produktwerbung. Also ich meine, im deutschen Sprachgebrauch kennen wir den Slogan Build for Real nicht. Der ist im englischen Sprachgebrauch üblich. Und ja, nein oder keine Ahnung kannst du ankreuzen. Ich habe mich für keine Ahnung entschieden, weil ich mit Build for Real nicht viel anfangen kann als deutschsprachiger Mensch. Und ich finde, die Umfrage hat ihr Ziel verfehlt. Nicht aufgrund nur wegen der Geschichte mit Vehicles und wegen der Control Plus Sache, sondern du kannst die Umfrage 100-mal abschicken. Du kannst die Umfrage einmal ausfüllen und dann kannst du gleich wieder sagen, nochmal ausfüllen, nochmal abschicken, nochmal ausfüllen. Und zum Zweiten ist es, die haben gar keine Vergleichswerte. Wer füllt die Umfrage aus? Füllt es der 14-jährige Ninjago-Enthusiast aus, der gerne Lego trollen möchte? Oder führt es Walter aus, der 58 ist und Lego in seiner Kindheit hatte und Lego Technik total toll findet und seine Vorschläge super konstruktiv sind? Und was ist überhaupt die Zielgruppe? Die haben weder ein Alters noch einen Länderschnitt, wer sich für was interessiert oder ob es für Kinder ist oder keine Ahnung. Die haben einfach da null Anhaltspunkte reingegeben. Also das finde ich den gröbsten, fatalsten Fehler. Ich glaube, dass das eine Umfrage ist, womit Lego sich die Fans auf ihre Seite ziehen möchte, so nach dem Motto, guck mal, wir fragen euch, aber wie das Ganze am Ende ausgegangen ist und was am Ende dann wirklich diese Umfrage dazu bewirkt hat, werden wir nie erfahren. Also Lego hat wahrscheinlich schon das fertige Bild, wie sie weitermachen wollen, damit vor Augen. Und sagt, beruft sich dann drauf, weil wir haben euch doch gefragt und ihr habt gesagt, wir wollen das so. Du bist halt Pessimist? In dem Bereich. Also ich sehe das nicht so. Ich sehe das nicht so. Ich denke wirklich, dass Lego sagt... Ja, bitte, Ben? Ich sehe das eher so, dass sie, wie du sagst, einfach eine Umfrage gemacht haben und wenn sie das Ergebnis haben, sitzen sie da und ja, was machen wir jetzt damit? Mit dem Ergebnis? Genau, das wird... Ich sehe noch ein bisschen divers, also ich sehe schon an, so wie Ben, dass sie die Umfrage machen und sagen, ja toll, mit dem Ergebnis können wir nichts anfangen, weil es halt völlig belanglos ist. Ich denke aber auch nicht, also wir werden auch das Ergebnis der Umfrage wahrscheinlich nicht erfahren. Ich denke aber schon, dass Lego nicht nur das als Beschwichtigungsumfrage macht, sondern sie auch wirklich ein bisschen Feedback wollen, nicht nur zur Beschwichtigung. Ich habe halt die Ahnung, dass halt einfach die Umfrage nicht viel bringen wird, weil sie vielleicht planlos sind. Entschuldigung, Ben, ja? Nee, ich habe dich ja unterbrochen, nicht du mich. Ja, richtig, nein, sie wollen schon Feedback,
Aber sie, das ist definitiv klar, dass sie da an dem Feedback interessiert sind. Aber ich frage mich halt, ob sie mit dem Feedback, was sie bekommen, wirklich viel anfangen genau können. Genau, das ist das Problem. Das wage ich zu bezweifeln. Ich denke nicht, dass sie gerade plan- und kopflos sind. Ich denke aber auch nicht, dass sie genau wissen, wo sie hinwollen. Sie wollen natürlich die ganzen Sets und Fahrzeuge, die teuer sind und wohl auch gut laufen. Ich kenne viele Leute, die kaufen sich die Dinger zum UVP. Ich kenne echt die Leute aus dem privaten Umfeld. Es ist echt traurig. Und die kaufen sich diese Dinger und sie freuen sich und alles ist cool, kein Thema. Und die Sparte läuft wohl, aber was halt Lego Technik immer ausgemacht hat, was viele Leute, die es gerne kaufen würden, weil Lego Technik cool war, verärgern, das ist halt die andere Geschichte. Aber ich denke mal, solange sie halt die anderen Sachen gut absetzen, kann ihnen der Rest egal sein. Ja. Und mal gucken, vielleicht erfahren wir, was so eine Umfrage ist, wäre mal interessant zu wissen, aber ich sehe die halt als sehr unaussagekräftig an, gibt es ein anderes Wort für, nicht aussagekräftig, weil eben die Eckdaten der Käuferschicht fehlen. Oder halt der Umfrageschicht. Und du kannst die Umfrage 100-mal abschicken. Du kannst 100-mal das Gleiche schreiben. Du kannst 100-mal schreiben, ich wünsche mir, dass, dass Jonas Kramm das nächste Lego-Technik-Set designt. Also macht es nicht, Leute. Ja. Jonas darf andere Sets designen. Und ich glaube, das habe ich genug über Lego gerantet, oder? Ja. Ich glaube, es kommt zu was Positivem, oder? Weil wir haben echt nicht viel Themen heute. Deswegen war der Newsflash so voll. Und es ist gut, dass wir zu dritt jetzt über viele Sachen quasseln können. Wir haben jetzt nur noch ein Thema und die Retro-Ecke. Es gab echt nicht viel Neues. Echt nicht viel. Und also es gab schon noch zwei, drei andere Kleinigkeiten, die man hätte erwähnen können, aber ich sehe die jetzt als A-Voll nicht so toll an. Übrigens, apropos A-Voll. Wahrscheinlich wird zum Start des Emilia Earhart GWP oder das der kostenlosen Beigabe, ich habe ja gesagt, ich soll nicht mehr so oft GWP sagen, ist eventuell möglich, dass im VIP-Vorverkauf das neue Winnie-Pooh-Set landen könnte. Weil wir jetzt schon einen Teaser gesehen haben von Lego heute und die Minifigur mehr oder weniger geleakt wurde von Lego. Wer weiß. Oh, Plan B steht da. Ja. Plan B steht, okay. Also ganz ehrlich, das Winnie-Pooh-Set interessiert mich so gar nicht. Aber was ich gesehen habe, ist dieser Honigtopf, der da dabei ist. Den will ich ja unbedingt haben. Ja, dann musst du meinem Bricklink-Händler deines Vertrauens dieses Ding dann erwerben. Oder bei Steine und Teile. Oder bei Steine und Teile. Nee, glaube ich nicht. Ist ein Lizenzprodukt. Ja, aber ein Honigtopf ist doch kein Lizenzprodukt. Wenn auf der anderen Seite was von Winnie Pooh steht oder das Winnie Pooh technisch angedeutet wird. Vielleicht steht ja auch Langnese auf dem Honig oder sowas. Okay, Langnese macht ein anderes Produkt, denn da muss Milka draufstehen. Milka macht, glaube ich, auch ein anderes Produkt. Milka macht Honig. Ja. Und? Also meine Bienen sind lila. Das sind Kühe, Kevin. Das ist ein super Sendungstitel. Meine Bienen sind lila. Aber mit dem Zusatz, das sind Kühe, Kevin. Mal gucken. Mal gucken. Aber ich würde sagen, jetzt kommen wir mal zu dem Kern dieses Podcast heute. Heute kommen wir nicht ums Set drum rum, wo ich wirklich neidisch bin auf Henry von der Klemmbaustein-Lyrik, denn der hat zwei Videos dazu gemacht. Und ich bin auch verärgert. Zwei gleich. Er hat ein Unboxing gemacht und er hat es jetzt vorgestellt heute in dem Video. Ach so, okay. Und ich bin auch sehr, sehr sauer drüber, dass ich mir das Set nicht kaufen kann, weil es das nur in Dänemark im Lego-Haus gibt. Es geht um die Set Nummer 40502. Es wurde überraschend vorgestellt, einfach mir nichts, dir nichts, am 1. April. Hey, es kommt ein neues Lego-Haus-Exklusivset. 1. April, ja. Das ist ein April-Scherz. 1. April, ja. Genau. Nicht? Am 4.3. kommt es raus. Am 1.3. wurde es vorgestellt. Es ist ein Lego-Haus-Exklusivset nach dem, jetzt hör auf, mich zu verwirren hier, nach dem Baum der Kreativität, nach den drei Dinos, nach dem Lego-Architecture-Haupt-Billundhaus und der Holzente folgt jetzt das nächste Set. Eine Molding-Maschine, also eine Spritzgussmaschine. Also, dass du das Set nicht kaufen kannst, weil es nur in Dänemark gibt, das halte ich für ein Gerücht. Also ja, es gibt es nur in Dänemark, aber ich meine, ich habe ja auch das Architecture House, ich habe den Tree of Creativity und ich habe die Dinos und ich war leider Gottes noch nie im Lego-Haus. Ich schon. Es gibt ja Möglichkeiten, dass andere Leute was mitbringen und es gibt ja manchmal, ab und zu kann man es im Internet kaufen, sogar von Lego direkt, die Möglichkeit besteht ab und zu. Aber wer weiß, wie es dieses Mal ist, aber ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht auch kurze Zeit im Lego-Online-Shop erhältlich sein könnte, aber auf jeden Fall vorerst nur exklusiv in Bild und im Lego-Haus. So. Muss man. Ja, gut, das Lego-Haus hat ja, glaube ich, immer noch nicht offen. Ab 4.3. machen sie auf. Echt? Ab dann machen ist es auf? Ja erhältlich, das ist ja der Spaß. Ja, okay, gut. Am 4.3. Also ab morgen. Ja.
Vielleicht muss ich dann Ende des Monats mal nach Dänemark fahren. Da habe ich Urlaub. Du sagst uns? Ja, die Frage ist, wie kommst du rein und wieder raus? Genau. Wo, nach Dänemark oder ins Lego-Haus? Nach Dänemark. Sind die Grenzen noch zu? Ich gehe mal stark von aus. Nicht. Auf jeden Fall wird es für Deutsche ein bisschen schwerer werden, außer sie haben einen geschäftlichen Termin. Den kriege ich hin. Ja. Ja. Jedenfalls ist es so, das Set basiert... Küche in Dänemark aufbauen. Genau. Also der Profinat hat ja ein Gewerbe, da könnte er da hinfahren. Du bist leider kein Profinat-Mitarbeiter. Und zwar die Molding-Maschine. Das ist eine Spritzgussmaschine. Ja. Wirst du bezahlt hier für die Arbeit? Nein, das... Außer mit Sport. Lassen wir doch jetzt endlich Kevin mal ausreden. Genau. Wir unterbrechen ihn die ganze Zeit. Ihr wollt mich von dem schönen Set fernhalten. Die Brick-Molding-Maschine ist eine Spritzgussmaschine, die basiert auf einer Spritzgussmaschine der Firma Engel, die in Billund im Lego-Haus steht. Und zwar am Ausgang. Warum das diese Spritzgussmaschine wurde, komme ich gleich dazu. In Günzburg steht übrigens auch eine kleinere Version, aber noch nicht von der Firma Engel, sondern von der Firma Arburg. Das war übrigens eine Quizfrage im Building Bricks for Happiness Quiz. Das fand ich sehr lustig, war eine tolle Runde. Keiner wusste es wirklich, die haben alle geraten. Nein. Building Bricks for Happiness. Ach, das war bei einer anderen Quizrunde. Vergiss das, aber trotzdem Werbung für Building Bricks for Happiness. Jedenfalls, diese Spritzgussmaschine kostet 599 dänische Kronen, was umgerechnet um die 80 Euro entspricht. Da man sie aber vorerst nur in Dänemark kaufen kann, muss man diese 80 Euro umgerechnet löhnen. So eine Spritzgussmaschine, ich meine, der Dustin, hast du schon mal so eine Spritzgussmaschine von Lego gesehen? Ich war im Lego-Haus und habe die Spritzgussmaschine gesehen, ja. Okay, cool. Der Ben hat auch schon so eine Spritzgussmaschine gesehen, im Lego-Haus wahrscheinlich nicht, weil du sagtest, du warst noch nie im Lego-Haus, aber wir haben eine andere gesehen, ich war auch noch nie in Billund, aber wir haben die Spritzgussmaschine in Günzburg gesehen. Und so eine Spritzgussmaschine hat eigentlich nur eine Funktion, Lego-Scheine machen, also zumindest diese von Lego. Das funktioniert so, dass über eine Leitung Kunststoffgranulat aus ABS über Schläuche in die Maschine gefüllt oder gepumpt wird. Dort wird es erwärmt zu einer Flüssigkeit, zu flüssigem Kunststoff. Über Leitungen wird es dann in eine Form gespritzt. Es wird also nicht nicht gepresst oder so, sondern es wird in warmem, flüssigem Zustand wird es in eine Stahlform oder in eine Aluform gespritzt, in zwei Negativformen. Der Hohlraum dadurch ist eben das entstandene Lego-Teil. Das Ergebnis wird dann ausgeworfen und die Kanten abgetrennt, abgegrätet. Dann kommt das Ganze auf ein Förderband, in eine Kiste rein und irgendein Roboter fährt dann diese Kiste dann in ein großes Lager rein. Und diese lustige Maschine, die in Lego steht, diese eine Spritzgussmaschine, die man kaufen kann, die Molding-Maschine, die steht am Ausgang des Lego-Hauses. Hast du die gesehen? Das Ding? Ja. Ich war ja nicht, und ich habe ja nicht diese Tour gemacht im Lego-Haus, sondern nur unten im Bereich, weil wir nur für eine Viertelstunde in dem Shop waren und dann wieder zurück nach Hamburg gefahren sind. Aber da konnte man sie sehen und wir standen auch direkt daneben, ja. Genau, und hier macht eine spezielle Sache. Hast du das dann auch mitgemacht? Ja. Also nein, jeder, der da ist, das habe ich nicht mitgemacht. Ich habe mir dann das Polybag mit den roten Steinen, die 2x4er Steine, die man dann dort bekommt, habe ich mir beim Lars gekauft. Ah ja, okay. Weil es ist nämlich so, dass jeder Besucher, der dort vorbeigeht, darf sich ein Polybag nehmen. Das sind 6 rote Bricks drin, diese 2x4 Bricks und so eine kleine Tüte. Und das Coole ist, dieses Set, kommen wir gleich dazu, das hat eben auch diese Anspielung da drauf mit drin. Das Set insgesamt hat 1205 Teile, wurde designt von Stuart Harris und der Markus Rollbühler hat das fertige Set gemacht. Markus Rollbühler, falls es bei dem einen oder anderen klingelt, ja, der könnte euch bekannt vorkommen. Vielleicht von einem Stream von Stone Wars, wo der Jonas Kramm und der Lukas Kurt zu Gast waren. Sagt euch Markus Rollbühler was? Ja, natürlich, das ist doch das Set von den, das ist der Designer von den Ninjago City Gardens. Genau, der hat den Ninjago City Gardens entworfen. Ein Deutscher mal wieder ist schuld an diesem schönen Set, wie es wurde. Und es soll schon, wie gesagt, Sticker enthalten. Dank Henry wissen wir auch, dass genau ein einziger Sticker enthalten ist, und zwar die Fertigungstafel, alles andere sind in dem Set Prints. Alles Prints bis auf eins. Das Set an sich ist richtig cool, es ist auch richtig groß gemacht, steht auf einer schwarzen Platte mit Fliesen, in Leimgrün gehalten und grau. Beschreibt doch mal, was ihr seht. Sonst quassel ich die ganze Zeit. Eine Spritzgussmaschine. Warte. Naja, ist... Ja. Ja, Kevin, ich will jetzt nichts vorwegnehmen, weil das einzige... Also das gute Set gefällt mir schon sehr gut, aber das
Das Highlight, das wolltest du nicht ansprechen. Mach du es, mach du es. Jetzt ist Zeit für das Highlight. Jetzt ist Zeit, jetzt ist Zeit für das Highlight. Kevin hat ja erzählt, da kommt das Zeug in Kisten rein und man kann ja so Pullybags da mitnehmen, in dem die 6x4 Bricks drinnen sind. Und genau diese Pullybags sind als 2x2 Teil, als geprintete 2x2 Teil in einer Kiste daneben. Also die sind dabei als geprintete 2x2 Teils. Wie oft sage ich jetzt noch 2x2 Teils? Keine Ahnung. 2x2 Teils, 2x2 Teils, 2x2 Teils, 2x2 Teils. 2x2 Teils? Ja, genau. Auf jeden Fall, dieses Polybag ist angedeutet als Print auf einer 2x2 Fliese. Genau. Die 2x2 Fliese ist dreimal enthalten. Das ist so eine kleine Lego-Kiste, die man kennt, in Gelb diesmal. Und dort sind eben drei Fliesen drin, die praktisch dann dieses Polybag darstellen sollen. Die Maschine wirft die eben aus in dieses Teil direkt. Die Maschine, wie gesagt, ist leimgrün gehalten und hat auch diese Fenster, die kann man zur Seite schieben, dass man in die Maschine reingucken kann. Die dienen natürlich im Live-Betrieb dazu, dass dann nichts rausfällt. Innen drin sieht man auch diese Mold, also diese Spritzgussform, in der diese roten Steine... Du musst ja auch irgendwie die Spritzgussform tauschen können, deswegen kann man auch die Fenster aufmachen. Genau, und da drin wird es ja auch richtig heiß, deswegen ist auch diese Scheibe davor, dass da kein Mitarbeiter oder kein Gast verletzt wird, falls irgendwas ist. In dem Mold, wie wir da sehen, den kann man übrigens mit einer kleinen Mechanik auf der Rückseite ein Rädchen drehen, dann geht es vor und zurück, als ob die Mold wirklich vorfahren würde und dann was auswirft. Ernsthaft? Da ist hinten, das siehst du gleich, unten auf der Rückseite ist ein Rad, wo man drehen kann. Die sind natürlich nur angesteuert, die Steine. Anschauen. Das sind kleine Jumperplates, die oben rausgucken, die Steine andeuten. Dann haben wir noch den Temperaturfühler, den Erhitzungskessel und die Zuführung der Granulade leicht angedeutet. Das finde ich echt cool. Es sieht echt nett aus. Ja, also damit... Ich glaube, ich sollte echt mal das Video anschauen. Machen sie echt alles richtig. Genau, und einen kleinen roten Eimer haben sie auch hingehangen. Das ist nämlich dann der Probeneimer. Da können Proben genommen werden, um zu gucken, ob alles richtig funktioniert. Ja, den benutzen Server in letzter Zeit, glaube ich, nicht so oft. Nee, das stimmt, weil das der Lego Haus zu hat. Richtig interessant finde ich. Nein, allgemein die Probeneimer, nachdem... das Fass will ich jetzt nicht. Nein, bei Rot kommt es nicht vor, nur bei Dark, nur bei den anderen Steinen, nicht bei den 2x4 Bricks. Jedenfalls unten sind drei Zugtüren oder normale Haustüren drin, in Lime Green. Und das ist auch eine Anspielung auf die echte Maschine, denn wenn man die aufmacht, soll es aussehen wie bei der echten Maschine. Und sogar die kleinen Statuslämpchen, die über der Maschine sind, mit Blau, mit Gelb und mit Rot, sind sogar angedeutet. Das finde ich echt cool gemacht. Und das Set ist echt groß, wie ich finde. Ja, das auf jeden Fall. Ja. Und wir haben auch so kleine Anzeigen, so kleine Druckanzeigen unten, wo der kleine rote Eimer ist. Es ist echt komplett unten durchgefliest. Am Rand sind Noppen noch dran, also der äußerste Rand besteht aus Noppen, dass man dieses Lego-Feeling hat. Und auf der Rückseite sieht man, dass es ein Limited-Set ist. Nummer 1 war die Holzente, die anderen zählen wohl nicht. Nummer 2 ist jetzt die Molding-Maschine. Und auf der Rückseite sieht man die Funktion der Maschine. Nummer 1, man kann die Türen aufmachen. Nummer 2, da hinten ist ein kleines Rad, wo man drehen kann. Siehst du das, Ben? Hast du heute noch... Ich sitze... Das ist auf der Rückseite des ersten Bild links unten. Das ist so ein kleines Rad. So ein kleines Ding, was rauskommt mit Pfeilen, da kann man drehen. Und da ist ein Liftarm dran, so ein Liftarm, so ein 2x1 Liftarm auf einen 1x5 Liftarm. Wie bei der Space-Rakete, bei dem Gift with Purchase, dass es hoch und runter geht oder dass es juckelt. Genau das gleiche Mechanismus da drin, dass das die Mold, die Spritzgussform vor und zurück fährt. Ich bin zu weit vom Monitor weg, aber ich wollte eigentlich was ganz anderes, und zwar wollte ich von der Platte die Noppen zählen, weil du gesagt hast, das Ding ist echt groß, aber dafür bin ich auch zu weit weg. Du bist zu weit weg. Sollen wir mal zählen? Wie Grafzahl. Kinder, psst, hey, psst. Ja. Der Dustin zählt gerade schon. 37, 25, 19, 4, 8, 16. Er zählt. Kann man zumindest die Breite abzählen. Genau, das nicht von Dustin, von dem Set. Ich glaube 34. 34 wäre schon ein bisschen mehr als, was? 34? Also eine Grundplatte von einer, so einer Baseplate ist 32x32. Also 34 wäre schon groß. Ja. Müssen wir bei Henry mal ein Video gucken. Ich verlinke euch das Video aber von Henry in den Show Notes. Das würde passen, wenn du bedenkst, dass da drei von den Türen schon nebeneinander sind. Also, ja, richtig, eine hat ja vier. Start, ich gehe davon aus, dass das vom Verhältnis her schon passen wird mit den 34. Ja. Ist auf jeden Fall ziemlich groß. Stimmt. Und mir gefällt die Fliese mit den Bricks drin. Ja.
Das habe ich als Polybag. Haus, ja. Und Haus, Home of the Brick, das Polybag mit einem Zickbeutel angedeutet, oben mit den drei Streifen, der graue und die zwei roten. Ein echt schönes Set. Ja, ich sag's jetzt nochmal, zweimal zwei Teil. Zweimal zwei Teil. Rot, nee, Blaukraut bleibt Blaukraut und Brautkleid bleibt Brautkleid. So haben wir das auch hinter uns. Was nur schade ist, ich würde aber sagen, ist, dass sie auf dem Polybag, auf der 2x2 Teil, oben nur ein rotes Quadrat haben, statt da noch den Lego-Schriftzug mit reinzubringen. Vielleicht haben sie dagegen Rechte verstoßen, weil sie das Lego-Logo nicht auf Steine drucken dürfen. Ach, meinst du, die haben Lizenzprobleme? Das kann sein. Ja, gut möglich. Nee, ich würde einfach sagen, also sie kriegen so kleine Schrift wie Home of the Brick, kriegen sie super hin, aber das Lego-Logo nicht, das finde ich ein bisschen komisch. Aber ja, da hast du recht. Lego wäre ja in dem Fall größer als Home of the Brick. Eben, deswegen. Na gut, vielleicht hat bestimmt Gründe. Abgemahnt worden sie. Nee, wahrscheinlich wollten sie das Lego, wahrscheinlich wollten sie das Lego-Logo, wenn dann 1A 1:1 machen, bedeutet die weiße Schrift mit dem schwarzen und dem gelben Rand, und der gelbe Rand wäre vielleicht zu schwer gewesen, denke ich mal. Denn dann wollten sie schon originalgetreu nicht nur angedeutet haben. Hätte ich jetzt vermutet. Weil sie kriegen ja diese mini-winzige Schrift bei den Harry Potter-Zeitungen und so hin. Insofern, na gut. Aber ich finde das Set echt schön und ich würde dieses Set für 80 Euro kaufen, ohne Rabatt, ohne alles. Ja. Ich finde das echt schön. Ja. Es ist ein Set, was du nicht mitspielst, stellst du dir hin und du bist glücklich als Lego-Fan. Wenn du kein Lego-Fan bist, kannst du mit dem Ding nichts anfangen. Aber wenn du nach Billund fährst, ins Legoland, ins Lego-Haus, dann bist du Lego-Fan, dann kaufst du dieses Ding. Und genauso wie du als Disney-Fan im Disneyland Paris diese dämlichen Mickey und Minnie für 180 Euro mitnehmen könntest. Nee. Das wird mir zu teuer. Könntest. Konjunktiv. Ja, dir. Ach, dir nicht? Nee. Ben, würdest du das Set kaufen? Die Molding Machine oder die Disney-Figur? Über was reden wir seit einer halben Stunde? Natürlich die Holzente. Nein, die Molding Machine. Ja, du hast aber jetzt gerade Disney-Figuren angesprochen. Ja, die Molly-Maschine definitiv, ja. Die Holzente, auch. Die Holzente macht mich ganz ehrlich. Die Holzente macht mich ganz ehrlich jetzt nicht so an, aber ich werde sie mir aus Sammlersicht dann natürlich auch kaufen. Sammler, ja, ist nicht ein IKEA-Regal. Gut. Nee, ist eine IKEA-Plastikbox-Sammler. Nee, Sammler sind die Plastikboxen. Genau. Ja. Wir sind so nerdig, das ist echt gruselig. Das ist hier ein IKEA-Podcast. Simples. Genau. Was ich noch erwähnen wollte, die, wie bei Architecture Sets auch, wie bei der blaue Holz. Die Retro-Ausgabe. Was ich noch sagen wollte, wie bei den Lego Architecture Modellen, sind auch zwei Fliesen mit bei, die bedruckt sind. Nicht wie bei Lego Architecture, nur schwarze Fliesen und schnöder Aufkleber, wie mittlerweile so üblich. Nee, sind bedruckte Fliesen. Lego House steht da drauf und The Brick Molding Machine. Finde ich super. Ich finde es auch super, dass nur ein Aufkleber mit bei ist. Den sie auch wirklich echt hätten bedrucken können, dieses eine dämliche Teil, diese Schalltafel. Ja. Sind wir uns einig? Ja. Sind wir uns einig. Gut, würde ich sagen, schließen wir das Kapitel der Lego-Technik und Lego-Molding-Maschine. Oder möchtest du noch was sagen, Ben? Nö, jetzt nicht mehr. Ach ja, nichts nicht mehr. Ich möchte noch einmal kurz Werbung einstreuen, die eigentlich keine Werbung ist, denn ich werde dafür nicht bezahlt, aber ich finde die Aktion ziemlich cool. Und zwar ist es so, es gibt ja einen Spielwarenhändler, JB Spielwaren. Ich verlinke auch ab und zu manchmal Produkte von denen bei mir unter Videos oder hier im Podcast, wenn da was ist. Die haben oft schon vor Verkaufsstart Rabatte auf Lego-Sets, wie auch jetzt bei dem Bagger oder so. Genau. Happy Birthday to you. Happy Birthday. JB Spielwaren. Happy Birthday. Ja, JB Spielwaren wird in 7 Jahren volljährig. Und zwar JB Spielwaren, genau, um es mal abzukürzen, wird 11 Jahre alt oder ist 11 Jahre alt geworden und das feiert JB Spielwaren jetzt im März. Sie haben eine ganz coole Aktion gemacht und zwar, ich will jetzt erstmal, bevor ich jetzt auf das Gewinnspiel eingehe, dazu sagen, dass JB Spielwaren irgendwie geschafft hat, Exklusivsets von Lego im Shop zu kriegen. Die haben nicht nur den Ecto 1 oder das NES oder das Haunted House, die haben auch andere Exklusivsets und das finde ich echt cool, dass man die dort kaufen kann, teilweise auch mit Rabatten. Das finde ich echt mega und die Riege der Exklusivsets bei JB Spielwaren steigt. Könnt ihr mal vorbeigucken. Und zudem muss man sagen, dass sie einen 11-jährigen Geburtstag haben, haben sie auch so eine Aktion gehabt, ich muss bewusst sagen gehabt. Zu den ersten 250 Bestellungen über 150 Euro gab es ein Überraschungspaket. So eine Überraschungsbox, genau, im Wert von ungefähr 30 Euro, wo Lego-Sachen drin sind. Kein Set wohlgemerkt, sondern einzelne Lego-Steine, die irgendwas sind und wohl auch Minifiguren. Und die war kurz nach Mitternacht waren diese schon weg. Ich hatte keine Möglichkeit, direkt morgens oder so noch einen News-Eintrag oder ein kurzes Video zu veröffentlichen. Nee, die waren kurz nach Mitternacht waren alle schon weg. Das ist der Hammer.
Ihr habt nicht zugeschlagen, oder? Ich krieg nicht ja, so eine coole Box. Leider nein. Ich auch nicht. Ich wollte morgens gucken. Ja, so ging es mir auch. Ich wollte auch morgens gucken, das hätte auch noch gereicht, aber nee, war schon alles weg. Ja. Was aber noch verfügbar ist, die haben ein tolles Gewinnspiel. Und zwar, weil sie 11 Jahre feiern, haben sie nicht nur coole Sonderpreise zu einigen Sachen, also nicht nur zu den Preisen, die sie sonst haben, haben sie coole Preise, sondern haben auch coole Sonderpreise, Sonderartikel. Sie haben auch ein Gewinnspiel und das Gewinnspiel, das triggert mich halt komplett. Und zwar ein Lego Harry Potter Gewinnspiel. Dazu muss man nicht mal was kaufen, da kann man einfach auf die Aktionsseite gehen, trägt seinen Namen, seine E-Mail-Adresse ein und kann einfach dadurch nur gewinnen, und zwar eine Lego Harry Potter Flatrate für 2021. Jedes Lego Harry Potter Set, das im Jahr 2021 kommt, kriegt man von JB Spielwaren. Und weil das so cool ist... Richtig. Ja, echt? Ja, richtig. Aber auch die schon draußen ja, sind. Ja, hab ich so verstanden, ja. Also die Bücher alle, die 21 kamen. Ja, die Bücher gibt's auch. Genau. Und auch die teuren Sets, die noch kommen. Genau. Da kommen noch richtig teure Sets. Also die 4, die wir schon besprochen haben, plus die anderen, die noch kommen werden sollen. Im Spätherbst. Das wird teuer, also für JB Spielwaren. Ja. Ich packe euch den Link zu der Aktionsseite mit den Angeboten, mit den Exklusivdingern und einen extra Link zu dem Harry Potter Gewinnspiel. Packe ich euch unten in die Beschreibung rein, könnt ihr mal reingucken. Gewinnspielteilnahme lohnt sich auf jeden Fall. Also es ist kostenfrei. Mach das nicht. Klickt nicht auf Kevins Link. Genau, ich will nur meine Seele verkaufen. Nein, aber das ist... Nein, es ist ja so, dass wenn du den... Klick bei Kevin auf den Link, mir egal. Wenn du den Link teilst zum Gewinnspiel, dann erhöhen sich deine Gewinnchancen. Das ist richtig. Das ist mein Affiliate-Link, den ich hier gepostet habe. Ich poste euch den Link direkt zu dem Ding, nicht mein Affiliate-Link dahin. Ja, ganz einfach. Ohne Affiliate, ohne alles. Ich poste die Aktion, Link zu der Aktion und ich poste den Link zu dem Gewinnspiel dahin. Ganz einfach, ganz easy. Könnt ihr dann dran teilnehmen. Ich gönn's jedem, der da gewinnt, weil das Ding ist echt cool. Danke. Ja. Danke. Okay. Ja, bitteschön. Und einer von unseren Freunden hat ja bei Alternate, die haben so eine verrückte Woche gehabt. Ich glaube, das läuft immer noch, dass jeden Tag coole Lego-Angebote sind. Die sind teilweise mal länger als 10 Minuten verfügbar. Und einer unserer Freunde hat ja ein Set gewonnen bei Alternate. Grüße gehen raus an Sebastian, du Schleimer. Ja, das gönne ich ihm eigentlich nicht. Nee, das gönne ich ihm auch nicht. Doch. Vor allem, weil er mit Star Wars nichts anfangen kann. Der weiß nicht mehr, wie man Kylo Ren schreibt. Schändlich. Liebe Grüße gehen raus, wir haben dich lieb. Ja, natürlich, wir haben Sebastian lieb. Okay, dann würde ich sagen, haben wir wirklich alle News abgehalten. Genau, nee, ja, man muss ihn lieben. Und das sagen wir ganz ohne Pistole im Rücken. Aua! Aber es gab wirklich nicht viel News und es waren jetzt eigentlich alle News, die wir hatten. Und deswegen würde ich sagen, können wir zur Retro-Ecke kommen. Und ich habe ein Set ausgesucht, das ich richtig cool fand, weil es zum Thema Schmiede passte. Und ich dachte, zum Thema Schmiede können wir es im Nachhinein jetzt machen. Und der Dustin hat Ben und mir gestanden, er hat dieses Set mal gehabt. Er hat es aber nicht mehr. Und das hat leicht für Tränen gesorgt. Ja, auch bei mir. Es geht um Set. Es ist, Tränen ist harmlos ausgedrückt. Da ist irgendwo, wurde in mir etwas zerstört. Okay, aber komm, wir lassen mal die Leute raten, um was es geht. Ich rate mal einfach die, oder jeder von uns ratet einen der Facts runter. Ich fange mal an. Es ist ein Set von 2009. Ben. 1601 Teile. 8 Minifiguren. Okay, ich fasse mal zusammen. Set von 2009, 1600 Teile, also 1600 und ein Teil. 8 Minifiguren. Hm. 6 sind... 6 davon sind exklusiv. Genau. Und es sind 2 Ochsen enthalten und ein Pferd. Und wer kommt drauf? Wer kommt drauf? Auf das Pferd oder auf den Ochsen? Ich weiß es. Okay, ich glaube, 3 Leute von uns hier im Podcast wissen, welches Set gemeint ist. Nächster Fakt, es kostete UVP 99,99 Euro. Das ist wichtig. Es kostete 100 Euro UVP, Leute. 1600 Teile, 100 Euro UVP. Wo gibt's denn sowas? Bei Netto. Nee. Dann bei Roller war Netto. Das. Verdammt. Genau. Framstag. Ja. So, haben wir genug Werbung gemacht in diesem Podcast. Unbezahlte Werbung natürlich. Ihr könnt auch zu jedem anderen gehen, ihr könnt zu Rewe gehen, zu Real, zu Edeka, zu Kaufland, zu Aldi, es ist uns völlig egal. Also als ich das mit den 2 Ochsen gelesen habe, da dachte ich erstmal, das wäre irgendwie ein Set von Timo und Nando, aber nein. So ein Exklusivset, nein. Ja. Es ist ein Set von 2009 und ich finde, es passt zu der Situation, dass in dem Jahr auch mit den Modulars angefangen haben. Es hat nämlich was Modular-mäßiges. Was, Dustin, hat dich, ein bisschen, ja. Ja, was, Dustin, was hat dich bewegt, dieses Set zu kaufen? Jetzt sag nicht die 2 Ochsen, weil einen hast du schon zu Hause. Ich hab's geschenkt bekommen. Dustin, andere Frage. Was hat dich dazu bewegt, dieses Set zu verkaufen? Dark Ages. Dark Ages, okay.
Okay, hättest du mit dem Verkauf gewartet, okay. Pass auf. Der Gebrauchpreis des Sets liegt aktuell bei 250 Euro bei eBay. Also man kriegt zwischen 215 und 280. Hier bis 250 mal geschrieben. Der Neupreis fängt bei 400 Euro an. Es gibt Angebote bis zu 800 Euro hoch. Hat es irgendjemand raus von euch, liebe Podcast-Hörer, welches Set es ist? Ihr sitzt wahrscheinlich schon im Zug oder so. Ich weiß es, ich weiß es. Ich möchte lösen. Um was geht's? Ich möchte lösen. Ja, löse. Du hast das Set nämlich verkauft, dann löst du mal auf. Ich will gerne einen A kaufen. Es geht um die Sammlung der schwarzen Dachsteine, oder? Ach, da sind zwei Ochsen drin, Kevin. Die sind mehr wert als deine ganzen Dachsteine. Man kann sich ja, Ochsen eben, bauen im richtig. Frühlingsfest, Frühlingslaternenfest. Und es ist ein Wasserrad dabei. Es ist ein Wasserrad dabei. Es ist ein Brick-Bild-Baum dabei. Und Ritter. Und ein Hühnchen. Und Ritter. Und Fensterläden und zum Öffnen. Und das, ein gebratenes Hühnchen. Genau, und das Allercoolste ist, in Wirklichkeit sind es zwei Häuser, das sind Häuserfronten, allerdings kann man sie zusammenklappen, dann ist es ein vollwertiges Haus mit Vorder- und Rückseite. Genau. Man kann und halt, wer jetzt Häuser. Weiß, was es ist, schreibt es in die Kommentare, wir lösen in der nächsten Woche auf. Das eine Haus ist tennfarben mit braunem Fachwerk, das andere Haus ist azurblau mit braunem Fachwerk und Goldapplikation. So. Und jeder, der es weiß, da freut sich ein Ast ab. Und jeder, der das hat, freut sich doppelt ein Ast ab. Es geht natürlich um Lego-Set Nummer, habe ich gar nicht aufgeschrieben, den mittelalterlichen Marktplatz. Die 10193 war das, oder? Kann sein. Boah, du stellst Fragen. Ich bin gut, gell? Aber mittelalterlicher Marktplatz, ja. Gehen wir auf Lego 10193. Mal gucken, ob ich recht habe. Nicht für, okay, findet nichts in der Suche. Gehen wir mal zu Google. Lego 10193. Mittelalterlicher Marktplatz. Bingo. Mann. Ja, hat das wohl recht. Ausnahmsweise. Ich hasse es wirklich. Das hat er sich vorher auf so einem kleinen Post-it an den Computer gehängt und hat jetzt so getan, so, oh, warte mal, welche Nummer? Nee, das hat er sich in die Handfläche geschrieben. Und das war jetzt schon ein bisschen verwischt, da konnte er nicht mehr ganz genau lesen. Da muss er dann nochmal googeln. Ja, genau. Kennt ihr diese eine Szene aus der Serie oder dem Film, wo einer was auf die Hand schreibt und dann seine Stirn verwischt und lesen will, was er drauf hat? Ja. Ich weiß nur nicht mehr, welcher Film das war. Schreibt es in die Kommentare, wir wissen es nämlich wirklich nicht. Ich auch nicht. Aber ja, mittelalterlicher Marktplatz. Ja. Das ist ein Set, das ohne Baseplate auskommt, zwei vollwertige Häuser hat, die man aufklappen kann, dass es praktisch ein Puppenspielhaus ist, mit viel Minifiguren, mit viel Leben drin, mit viel Viechern drin, einem Baum, einem Marktstadt, einem Tisch, einer Kutsche, einem Pferd, einem Wasserrad, einem Schmied unten drin. Da geht das Leben ab. Ja. Ja. Ein wirklich schönes Set. Das denn verkauft hat. Nee, das sieht sich einfach cool aus mit dem angedeuteten Fachwerk da drin, mit den aufklappbaren Fensterläden. Natürlich keine Glasscheiben drin, wie es im Mittelalter war. Das eine Haus ist auf Stein gebaut und oben dann eben, wie gesagt, Fachwerk oben drauf. Das andere ist aus Holz gebaut mit Fachwerk. Coole Farben, viele Dachsteine. Das sieht einfach nur nett aus. Das halte ich für ein Gerücht. Und es ist halt auch gebaut. Ja, und es ist halt auch gebaut wie die Sets im Jahr 2009. Spartan, also viel Innenleben, natürlich noch mit begrenzten Steinevorräten und Farben. Also da waren nicht ganz so viele Steine wie heute logischerweise drin. Aber die haben richtig schöne Räume gemacht. Das sind vier richtig schöne Räume drin. Eine Schmiede ist mit unten drin. Also in dem einen ist unten eine Gaststelle drin, beim anderen unten eine Schmiede. Und oben sind vier Wohnräume drin. Das ist echt schön getroffen. Man erkennt sofort, was man da hat. Ja, aber das ist aus Holz und Stein gebaut, das halte ich für ein Gerücht. Ja. Also Stein ja, aber nicht Holz. Meinst du jetzt in Natura oder was angedeutet sein soll? In Natura. In Natura nicht, nein, das ist aus ABS-Kunststoff natürlich. Aber das soll eben andeuten, dass ein Steinfundament hat oder das untere Stockwerk aus Stein ist und so oben drüber aus Fachwerk dann Holz aufgesetzt. Aber das Set, da geht einfach der Rappel ab. Das kann man hinstellen, wie man will. Man muss es nicht auf Noppen setzen im 90-Grad-Winkel. Man kann es einfach schräg zusammenstellen, aufklappen, spielen, gut ist. 100 Euro ist zwar eine Ecke Geld und ich weiß nicht, welche Kinder damit gespielt haben, aber wir haben in dieser Riege in so einer Art nie wieder ein Set gekriegt. Wir haben dann die Modular Buildings gehabt und das Einzige, was jetzt in diese Richtung kommt, ist der mittelalterliche Marktplatz. Weil wir da auch wieder ein Pferd haben, eine Kutsche, einen Baum und ein Fachwerk. Das ist der mittelalterliche Marktplatz. Du meinst die Schmiede? Ja, genau, andersrum. Ja. Es ist spät. Zu diesem Zeitpunkt ist es 20.41 Uhr. Ja. Die nächste Zeitansage ist 20.42 Uhr. Würdet ihr das kaufen, wenn es jetzt heute rauskäme für 100 Euro? Würdet ihr das für 100 Euro kaufen? Ja.
Blöde Frage. Ja, ist ein No-Brainer. Ja, natürlich. Obwohl keine Baseplay dabei ist. Das ist quasi das Lego City Set. Ich habe genug Baseplates zu Hause. Ja, das ist quasi der Lego City Marktplatz, den es ja gerade gibt, für 170 Euro mit genauso vielen Teilen. Nur eben als Mittelalter-Set und viel cooler. Ja, in schön quasi. In schön. Also ich würde es auch für 100 Euro blind kaufen. Das ist ähnlich wie das Chinese New Year, ein Frühlingslaternenfest. Das ist halt eine große Baseplate und eine kleine, also 48 mal 32 Noppen. Und da ist auch richtig viel mit drin, wird viel geboten. Kostet auch ein Huni. Und das ist ähnlich vergleichbar. Ähnlich viel Teile. Das finde ich cool. Ja, und es ist genauso wenig verfügbar. Ja, stimmt, ja. Aber es ist auch eine Mischung aus Spielset und Displayset. Man kann es als Spielset oder Displayset verwenden und in seine Stadt integrieren. Eine super Altstadt. Wir haben zu wenig Altstädte bei Lego. Gar keine, oder? Ja. Ja, doch, komm, manche Gebäude sehen aus, als wären sie eine Altstadt. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel mich umdrehe und da mal die Buchhandlung nehme. Okay, das ist eher viktorianisch, Viktorianisch eher, ja. Das ist, ja. Aber sowas fehlt bei Lego der Modular Buildings noch, finde ich. Was sagt ihr, liebe Leute, liebe Hörer? Was würdet ihr dieses Set kaufen? Würde mich mal interessieren. Wie fandet ihr dieses Set? Würdet ihr das, also ich meine, neu für 400 Euro kauft es keiner, aber würdet ihr, wenn es gebraucht auf dem Grabbeltisch für, sagen wir, 150, 170 liegt, würdet ihr es mitnehmen? Würdet ihr es für 170 gebraucht mitnehmen? Ben nickt und winkt ganz wild. Ich weiß nicht, bei 150 wäre, glaube ich, Schluss bei mir, aber ja, mitten. Aber du hättest prinzipiell Interesse daran, du würdest es überlegen bei dem Geld. Ja, das ja. Ich würde auch überlegen. Gebraucht 150 würde ich stark überlegen. Also Leute, ihr habt drei potenzielle Käufer, wenn ihr das verkaufen wollt. Ben bietet scheinbar am meisten. Ja, der hat ja auch das Geld da. Ja, 170 ja, aber mehr auch nicht. Ja. Ihr habt es gehört, liebe Leute. Wenn ihr es loswerden wollt, der Ben ist gnädig. Gut, würde ich aber sagen, kommen wir langsam zum Ende. Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass ihr beide Zeit hattet, mit mir diesen wunderbaren Podcast zu beschreiten. Und ich würde mich echt freuen, wenn bei YouTube, ich würde mich mega freuen, wenn ihr auf iTunes uns eine 5-Sterne-Bewertung für den Podcast geben würdet. Wir müssen nicht mehr kommentieren, aber eine 5-Sterne-Bewertung wäre echt mega cool. Wir krebsen seit einer Weile auf 22 5-Sterne-Bewertungen rum. Oh, das wäre echt cool, wenn ihr da noch was tun könntet, weil, Leute, wir sind zwei fesche coole Typen und ich, ja? Es geht nicht. Gut gerettet. Ja, gut gerettet, ja. Und wenn du schon von fashion coolen Typen sprichst, einer davon ist Single. Sehr schön. Ich würde aber sagen, dass es echt cool war, mit euch über eine Stunde über diese coolen Themen zu reden, obwohl wir nicht viele hatten. Oh. Wie gesagt, zu Lego Ideas machen wir eine extra Folge, das sehe ich jetzt so nicht ein, weil das hätte die ganze Folge versaut in meinen Augen. Okay, Lego Technik auch ein bisschen, aber es ist jetzt noch weiter runtergezogen. Die nächste Folge kommt in 2 Wochen, die reguläre. Mal gucken, ob dazwischen was kommt. Und wollt ihr noch irgendwas loswerden? Ich habe Hunger. Meine Betäubung lässt nach. Ich darf wieder essen. Ich habe Hunger. Ja, du warst ja heute beim Zahnarzt, habe ich gehört. Ja, richtig. Ja, du hast wirklich zum Zahnarzt müssen, weil du so viel Zähne geknirscht hast, weil das Frühlingslaternenfest ausverkauft war die ganze Zeit. Ja, genau. Immer noch ist übrigens. Ja. Immer noch ist, ja. Oh Mann, Leute. Ne, wie gesagt, bewertet diesen Podcast gerne, schreibt einen Kommentar. Kommentare können da auf profi.de, da ist der Beitrag oder der Podcast ist als Beitrag da, könnt ihr da drunter einen Kommentar pfeffern. Oder auf YouTube erscheint es auch, könnt ihr da drunter einen Kommentar pfeffern. Ich lese auf jeden Fall alles durch. Es hat mir super viel Freude gemacht, mit euch da zu quasseln. In diesem Sinne wünsche ich euch allen euren Hörern da draußen einen wunderschönen Tag. Ben, einen guten Appetit und das, den wünsche ich. Gute Nacht. Eine saubere Brille. Ja, die ist saumäßig dreckig. Eine was? War den ganzen Tag auf der Arbeit, die ist noch saumäßig dreckig. Sieht man das so dolle in der Kamera? Ja, meine auch, aber meine ist. Ja. Ich weiß nicht, meine ist eigentlich grundsätzlich dreckig. Ja, meine auch. Weil irgendwie. Ich sehe es ja nicht. Bei mir ist das auch so. Wenn ich sie aufhab, dann sehe ich es nicht so schlimm. Deswegen habe ich ja keine Brille, weil sonst wäre sie nur dreckig. Und Freunde, letzter Aufruf. Flug 318 fliegt gleich ab. Ganz kurz Info, ich habe 399 Instagram-Abonnenten. 399, kommt. Wir kriegen die 500 voll.
Nehmt euch ein Herz, folgt dem Profi-Nerd auf Instagram und folgt noch zum Beispiel dem Lego-Travel-Trooper auf Instagram, der hat mehr Abonnenten als ich. Genau, dem. Und folgt dem Bricks-Monkey auf Instagram, Mann, die haben alle mehr Abonnenten als ich, das kann doch nicht sein. Der hat auch deutlich mehr Abonnenten als du. Ja, Mann, das kann doch nicht sein. Wie viel hast du, Ben? Deabonniert die zwei, erfolgt mir, hey. Ey. Wollen wir jetzt einen Piep-Vergleich machen oder was? Haut rein, schönen Abend noch, tschüss. Ich bin jetzt gerade bei 8,25 und du? 6,52. 6,52. Hallo und herzlich willkommen zum neuen Profi-Nerd-Podcast, der blaue Pin Nummer 38, heute an diesem wunderschönen Mittwoch, den 3. März. Heute kommt der Podcast ein bisschen später, habt ihr schon festgestellt. Wir haben gerade 19.30 Uhr, wo wir mit der Aufnahme anfangen. Und wer ist wir? Ja, ihr werdet es kaum glauben, mit mir ist dabei der Ben. Hallo, Namen Ben. Sorry, mein Skype steigt aus. So ein geiler Effekt.